Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play von Bausimulator 2015. Yay! Okay, und dann suche ich mal hier eben den Anhänger. Tieflader. Jo. Guck mal auf die Map, ich glaube, das wird einem da auch angezeigt, oder? Nein. Keine Ahnung. Kann man den irgendwie zum Shop zurücksetzen oder so? Zum Shop nicht, nur zur Firma. Naja, dann setze ich mich mal und den Tieflader zur Firma zurück. Okay. Jetzt ist der Ton hier gerade vom LKW weg gewesen. Okay. Ah, jetzt ist er wieder da, gut. Und zack. Angekoppelt. Stürzen noch mal eben einfahren. Guten Tag. Hallo. Ah, ich wollte noch was ausprobieren. Okay, was denn? Mit dem Pratschenwagen. Aha. Oh ja, die Erde da reinkippen. Na, ja, ob das funktioniert. Hoffentlich, und? Was ein Scheiß. Kannst du noch mal die anderen probieren? Ich bin schon dabei. Okay. Jo, und ich bin mal hier auf dem Weg zur Baustelle. Oh. Ja. Wir müssen doch irgendwie den ganzen Modder von der Baustelle auch wieder wegholen oder so, da rausbaggern, ne? Ja. Und gelb, da dürfen wir fahren. Boah, mit einem fetten Tieflader hinten dran. Okay, und schon wieder eine rote Ampel, na super. Ja. Werd grün. Oder gelb, gelb geht auch. Die Hupe ist mal wieder kaputt. Die Hupe ist kaputt. Ja. Jetzt ging sie mal eben nach 1000 Mal draufdrücken. Nö, geht immer noch nicht. Na oh Mann, das ist auch scheiße. Ganz ruhig. Ja, das ist aber wirklich scheiße. Gelb, ich komme noch bei gelb. Ach, ist sogar grün geworden. Okay. Okay, und hier mal wieder eine rote Ampel, die gerade gelb geworden ist. Yay. Guck mal, ob das so ein kleiner Muldenkipper kostet. Okay. Jetzt guck doch gleich, wie viel ein großer kostet. Oder wir brauchen später E2, ne? 25.000 mehr nur. Ach ja, wie viel kostet der denn? 125.000 der große und 100.000 können wir uns leisten. Was denn? Du Arsch. Na, oder wir können auch einfach mit den Kleinen sonst arbeiten, dann kaufen wir jetzt erstmal betonische Betonpumpe. Betonpumpe 200.000, 130.000 betonische. Ach, die 25.000 sind auch egal. Die 25.000 haben wir nämlich locker wieder drin. Naja, es ist ein Auftrag. Stimmt auch wieder, aber trotzdem. Da würde ich mir doch lieber gleich schon den großen kaufen. Okay, dann... Na, ist doof, ich kann ihn nicht kaufen. Ja. Dann kann ich ihn kaufen, schon mal losfahren, aber... Geht ja nicht. Ich bin auch gleich bei der Baustelle. Sonst ich fahr das Ding zur Baustelle und du machst... Mulde. Boah, ju. Hallo. So. Ja, schon mal lustig aus. Fahrzeughändler Stadt. Nochmal. Fahrzeughändler Stadt. Oh mein Gott, 8 Euro. Viel zu teuer.
Morgen, Kepa. Okay. Du kannst mich schon mal herfahren, weil mir leider was zu baggern. 480 PS, Alter. Boah. Und gekauft. Okay. Geil. Dann haben wir die ja auch schon mal. Jo. Geht die Hube hier auch? Nö. Hube ist kaputt. Du testest überhaupt immer erstmal die Hupe. Ja, die Hupe brauche ich. Das ist sehr wichtig. Bei mir ja. Glaube ich dir. Nicht. Was? Warum nicht? Na, frag's mal. Ich muss auch immer hupen, wenn einer vor mir steht oder wenn der zu langsam ist. Und der Dito spielt Garry's Mod. Oh Gott. Na, ja, stimmt mal als Goat Simulator, das ist schon mal nicht. Vor allem, wie kommt man auf sowas? Ich aber so, mal so, ab und zu mal so das kleine Lacher, aber dennoch mit so einem ganz komischen Innern. Nee, und dann auch noch unbedingt spielen müssen. Oh Gott, Ziegen-Simulator. Bei mir ruckelt gerade die Aufnahme, ich mache einmal einen Cut, bis gleich. Gleich. Hallo, wir sind wieder da, ich wollte gerade sagen, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play. Oh naja. Ich bin ein wenig verwirrt. Das ist normal bei dir. Ja, das stimmt. Ach, wir haben noch gar nicht erzählt, was es für Probleme bei mir gab. Mit dem Internet. Ja, also vorhin ist bei mir das Internet oder nicht abgeschmiert, die haben es davor angekündigt. Wegen Wartungsarbeiten wurde irgend so ein Kasten da deaktiviert. Und naja, weil halt Glasfaser hier noch angeschlossen werden muss. Ja. Ich habe gerade so ein ganz doofes Gefühl. Und? Dass es kein Bug ist, sondern was ganz anderes. Was denn? Oh, na, ich bestätige es erstmal. Was crazy. Denn? Hui, diesmal stehen die Ampeln mal auf grün. Okay. Ein Weltwunder. Von Weltenbauer. Ja, das Spiel ist ja von Weltenbauer. Trotzdem, wirklich. Und nicht von Seitenbacher. So. Und ich bin auch gleich wieder da bei der Baustelle. So. Nice, eine rote Ampel. Und sie wird gerade gelb. Ich hab das Ding. Und warte mal, setz den Lieferbagger mal zur Firma zurück. Okay. Escape Firma, Fuhrpark. Kleiner Bagger, großer Bagger zur Firma. Zack. Er ist wieder da. Jo. Oder meinst du, dass er kaputt ist? Ja, das habe ich mir gerade als erstes im Kopf gepflegt. Ist es ja drin. Nur man hat keine Anzeige. Ja. Aber nur funktioniert immer noch nicht. Ich meine, sonst fahr doch mal zur Werkstatt. Ist die Werkstatt, ist die Frage. Weiß ich nicht, auf jeden Fall stand da im Text, dass da eine war. Oder sein soll. Ich bin hier unten an diese ganz kleine Halle gefahren, dass nichts passiert. Vor allem, ich bin damit auch nirgendwo gegengeramst. Oh, da, warte. ich bin irgendwann mal irgendwo gegengeknallt, stimmt. Und er ist auch am Anfang auch hin und her geflogen, oder? Keine Ahnung. Oh Gott, wenn er das sieht, dann... Nee. Dann habe ich keinen Bock mehr. Nur wegen sowas. Nein, okay. Spaß. Scheiß mal die Baggerschaufel über den Bogen. Wollen erstmal so einen fetten LKW hier hinfahren, so einen fetten Muldenkipper. Nur für diese eine kleine Loch, was gebuddelt werden soll. Aber so ist von. Steht auf jeden Fall schon mal da. Yay, yay, yay.
Wir können das Ding aber noch richtig bedienen. Geht das nicht hoch? Nö, und auch nicht zur Seite rechts. Kann ich auch nicht drehen, den Scheiß. Sind die Schläuche kaputt? Warte, kann ich das? Warte, ich war ganz immer auf die Baustelle. Okay. So viel Spaß. Arm hoch. Drehen, so. Matschwili. Das ist aber doof. Yep. Ja, dann bagger du mal aus, weil... Oh Gott, ich hab'n Baggern. Ja, ich kann's ja nicht. Na, oh oh. Sonst, ich muss mal ganz kurz rausgehen und reinkommen. Machen wir ganz kurz einen Cut. Und? Ja, okay, bis gleich. Bis gleich. Und wir sind wieder da. Yeah. Ja, der Jörg ist gerade reconnected und jetzt darf ich den Scheiß hier ausgraben. Und ich sag euch gleich, ich kann nicht baggern, wie du vielleicht schon im ersten Let's Play gesehen hast. So, nochmal ein zweiter Versuch. Und dann geht's in die andere Richtung nicht, okay. Das ist ja Gott sei Dank nur so ein ganz kleines Loch. Ja, bitte nicht beschweren wegen meinen Baggerkünsten. Wobei das wirklich gerade geht, merke ich gerade. Okay, ist aber auch noch ein kleines Loch. Und jetzt müsstest du das Ding ausfahren. Ach geil, ich kann nicht vorwärts und rückwärts fahren. Fahr du mal kurz, wir machen Arbeitsteilung. Geil. Okay, also ein bisschen verpackt ist das Spiel noch mal. Treffe ich? Ja, ne? Ja. Ja, fast. Ist ja egal. Ja, eben. Komm, ein paar Löffelstecke noch immer so. Oh. Also ganz weit hinten angesetzt. Ja. Ja, ich muss mal wieder fahren. Glaub ich, oder? Das ist, glaube ich, besser. Oh. Bam! Ja, da ist noch mal der Modus eingeschaltet. So macht man hier doch heutzutage Arbeitsteilung. Nervt aber. Vor allem, wie viel soll ich aus so einem kleinen Scheißloch rausholen? Nicht mehr viel. Arbeitsteilung, Achtung, ist noch ein Modus. Scheißloch, ey. Ja, scheiß Bagger. Ja, scheiß programmiert. Ja. Wie kann sowas nicht auffallen beim Testen? Wie? Am Anfang ging es ja auch noch. Ja, mit dem kleinen Bagger. Mhm. Vor allem, dass man seine Startfahrzeuge nicht verkaufen kann. Yep. Arbeitsteilung, Achtung Modus. Habe ich gerade schon. Okay. Gott, bei mir hat's gerade geruckelt. Ja. Okay, die Aufnahme ist auch schon wieder vorbei. Dann würde ich sagen, sehen wir uns nächstes Let's Play wieder und ich mache dann offscreen hier nochmal das Loch fertig. Und so, bis dann. Ciao. Ciao.